So, ein weiteres Projekt, das ist die hintere Abdeckung meiner Glastron. Die ist leider ja, ziemlich hinüber. Man sieht hier überall schon die Haarrisse und hier auch noch einen dicken fetten Riss. Das heißt, diese Abdeckung ist für den Müll, für die Tonne. Ich werde es jetzt so machen, dass ich hiervon eine Negativform wieder bilde und dann daraus dann wieder das Originalteil baue. Dazu habe ich jetzt hier schon mal alle Anbauteile abgeschraubt. Ich werde jetzt auch noch hier, sieht man, die Original-Gelcoat war eigentlich blau. Ich hätte es dann schon mal weiß lackiert, aber jetzt ist es leider ja, jetzt ist vorbei. Das heißt, ich werde auch diesen weißen Lack hier abschleifen und dann ganz normal wieder mit dem Spritzfüller arbeiten und dann das Ganze abformen. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt erstmal hier das Weiße abzuschleifen. Dann hier sind noch so ein paar Holzreste, die müssen abgeschliffen werden. Und dann werde ich die ganzen kleinen Löcher hier stopfen. Überall sind so viele. Das größere hier, hier werde ich mir ein passendes Holzstück ausschneiden wahrscheinlich im richtigen Durchmesser. Werde das dann da reinstopfen, zuspachteln und am Ende wird das Ganze gefüllt, dann sieht man das nicht mehr. Und dann dient mir hier das Originaltower als als Schablone sozusagen und habe dann am Ende ein neues Teil, das wie das Original aussieht, aber halt blitzeblank neu. Also jetzt erstmal schleifen, Löcher spachteln und dann den Spritzfüller drauf. Nach dem 240er Papier erfolgten zwei weitere Schliffe, einmal mit dem 400er Papier, dann mit dem 800er Papier auf dem Exzenterschleifer. Zum Schluss habe ich das Ganze nochmal mit 1200er Papier nass abgeschliffen. Danach erfolgte dann der Wachsauftrag. Ich habe dafür dann wieder das Wachs benutzt von Formula 5. Jede Schicht wurde einzeln aufgetragen und dann nach einer kurzen Ablüftzeit auspoliert. Und nach diesem Auspolieren erfolgt dann im nächsten Schritt das Auftragen der ersten Schicht Gelcoat. Nun wurden zwei Schichten Gelcoat aufgetragen. Zwischen beiden Schichten hatte ich eine Abliftzeit von 12 Stunden. 12 Stunden daher, weil man sicher gehen muss, dass beide Schichten recht gut durchtrocknen. Wenn die erste Schicht noch nicht gut durchgetrocknet ist und man die zweite Schicht beispielsweise schon nach einer Stunde aufträgt, kann es sein, dass die zweite Schicht die erste Schicht anlöst und dann hat man eine ganz hässliche orangen Elefantenhaut und man kann das ganze Ergebnis quasi in die Tonne treten. Hier hat alles gut geklappt. Im nächsten Schritt erfolgt dann die erste Glasfasermatte, 225 Gramm. Und danach, nach weiteren 12 Stunden Trocknungszeit, erfolgt dann der weitere Schichtaufbau. Und weiter geht's. Erste Schicht, 300 Gramm Quadratmeter Glasfasermatte ist aufgetragen. Ich habe ungefähr 500 Gramm, 400 Gramm Harz dafür verbraucht. Ja, an den Rändern habe ich sogar noch mal ein bisschen, noch eine zweite Lage hingemacht, um einfach sicher zu gehen, dass ich wirklich, alle Punkte erwischt habe. Wichtig ist natürlich, dass man darauf achtet, dass wirklich die Matte sauber mit dem Rand abschließt, dass man am Ende dann nichts verschenkt. Eine Sache, wo man hier schön sehen kann, ein Fehler im Aufstreichen der Gelcoat, kann man jetzt perfekt erkennen, da ich die erste Schicht hier mit Harz auch mit roten Farbpigmenten eingerührt habe, so kann man gut den Kontrast sehen. Und zwar gucken wir mal hier so eine Stelle, hier, da sieht man es ganz schön. Da
ein fetter Huckel, keine Ahnung, ob das jetzt ein Gelkotläufer oder irgendein Dreckkrümelchen oder keine Ahnung, auf jeden Fall ein Huckel. Und wie man sehen kann, legen sich die Matten um so dickere Huckel nicht rum und es bildet sich eine Luftblase. Ich habe davon nicht nur eine, ich habe, da ist noch eine, hier ist noch eine, da sind auch noch welche, da ist auch noch eine. Theoretisch müsste man jetzt diese, nachdem es getrocknet ist, diese Dinger aufdremeln und dann wieder zutupfen, sodass diese Luftblasen weg sind. Da das hier aber nur die Negativform wird, ist mir das recht schnuppe, die wird nur einmal benutzt. Von daher ist mir das jetzt recht egal. Ich werde auch wahrscheinlich nicht Gefahr laufen, dass an diesen Stellen jetzt die Gelcoat dann einfällt, weil theoretisch ist ja zwischen Gelcoat und erster Schicht nun eine Luftblase und eigentlich müsste da ja nun Luft entstehen und somit die Gelcoat einfallen, aber diese Stellen sind so klein und die Gelcoat recht dick, sodass die Gelcoat auch von sich aus ein wenig Stabilität schon mit sich bringt und wahrscheinlich die eine Entformung zum Fertigteil dann überstehen wird. Auf lange Sicht oder wenn man diese Negativform öfters benutzen würde, würde ich jetzt diese Luftblasen jetzt hier alle egalisieren müssen. Aber dadurch, dass ich es nur einmal benutze, ist das jetzt relativ Wumpe. Ich werde jetzt einfach ganz normal weitermachen. Und ja, das wird sich dann im Fertigteil nicht zeichnen. Natürlich muss ich dann beim Fertigteil, wenn ich das laminiere, muss ich aufpassen, dass ich die Gelcoat schön glatt streiche und auch keine größeren Krümel oder was weiß ich, Staubkörner da drin habe, damit sich diese Luftbläschen nicht wieder bilden können. Ja, sieht nicht schön aus, aber jetzt bei der Negativform ist mir das egal. Ja, also die Negativform wurde hier jetzt erfolgreich entformt. Hier sieht man das, ja, den Positivkern, den ich entformt habe, wie er auch vorher aussah. Ist nichts dran beschädigt. Auch die Negativform ist nicht beschädigt. Alles sieht super aus. Gelcoat schön glatt. Diese roten Tupfer da drin, das ist kein Materialfehler oder Laminierfehler. Das sind einfach nur irgendwelche Farbpigmente, die ich noch mit reingemixt habe, so zum Spaß, um zu gucken, wie das aussieht. Ja, sieht ein bisschen bescheuert aus. Ist halt so, aber ist ja nur die Negativform, die ist ja, wird ja nicht mehr benutzt dann ja, im Endeffekt. Genau, so, jetzt da die Form jetzt gut sich entformt hat, werde ich nun auch diese Negativform wieder fünfmal wachsen mit dem Formula 5 Trennwachs. Jede Schicht mit einem Baumwollfasertuch einreiben, nach einer Minute Ablüftzeit dann wieder auspolieren, bis alles wieder halbwegs glänzt, wie es da aussieht. Richtig aufpoliert habe ich die Form noch nicht. Werde ich auch nicht machen. Aufpolieren werde ich dann das Fertigteil an sich. Es ist einfach ein bisschen nervig hier, die Negativform aufzupolieren. Das ist ein bisschen umständlich. Deswegen werde ich das jetzt einfach wachsen und dann im nächsten Anschluss ja die erste Schicht weiße Gelcoat auftragen. So, nun nach den 5 Aufträgen Wachs wurde nun oder wurden jetzt die ersten beiden Schichten Gelcoat aufgetragen. Ich habe eine gute Schichtdicke erreicht, es ist alles schön dicht. Es schimmert keine blaue Gelcoat durch. So soll es sein. Im nächsten Schritt kommt dann wieder die erste Schicht Glasfasermatte 225 Gramm hineinlaminiert. Ich werde das Harz, mit dem ich das die erste Lage laminieren werde, dann auch mit weißen Farbpigmenten noch beisetzen. Das mache ich daher, weil dadurch ja eine höhere Deckung erreicht wird und ich nicht Gefahr laufe, dass irgendwie was durchschimmert. So, hier sieht man nun das fertige Laminierergebnis. Ich habe die großen Flächen großzügig mit triaxialem Glasgelege laminiert, 4 Schichten insgesamt. Das verleiht genug Stabilität, dass man auch drauf rumtreten kann und wenn man ins Boot rein und raussteigen will, dass es nicht nachgibt und gut Stabilität hat. Das war ja vorher das Manko an der alten Abdeckung, dass sie durchgebrochen ist an 2 Stellen, weil sie einfach zu unterdimensioniert war. Also habe ich in der Mitte triaxiales Glasgelege benommen, 2250 Gramm. Die Seiten habe ich mit biaxialem Glasgelege laminiert, einfach aus dem Grund, weil man hier in diesem kleinen Hohlkämen, wie man sieht, das ist echt sehr eng. Da die dicken Matten rumzulegen, wird schwierig. Deswegen habe ich dort biaxiales Glasgelege noch genommen. Und genau, da ist das biaxiale Glasgelege. Oben an den Rändern, wo die Schraubzwingen angesetzt sind, habe ich noch 2 kleine Holzbrettchen angeklebt. Das hatte einfach den Grund, dass
ich dort diese Motorabdeckung links und rechts verschraube und somit noch ein kleines Widerlager habe. Genau, jetzt warte ich wieder 12 Stunden und dann wird das Ganze entformt. So, das Ganze ist jetzt gut durchgetrocknet. Ich habe auch schon mal auf der anderen Seite den Rand besäumt, damit ich hier besser mit meinem kleinen Keil zwischenkomme. Wie man sieht, hat sich der Rand hier auch schon schön getrennt. Da bin ich immer ganz vorsichtig, nur hier so am Rand so ein bisschen mit dem Gummihammer lang, sodass sich hier die beiden Formen hier an der Seite gut trennen. Das muss man einmal komplett rumgehen, um ganz sicher zu gehen, dass es wirklich nirgendwo mehr hängt, weil meistens ist es immer der Rand, wo es dann doch noch klebt, weil hier dann auch nochmal das Harz rüber wappt oder auch mal eine Matte rüber wappt oder diese Gilcoat hier an der Seite rüber wappt, da verklebt es dann gerne. Das heißt, man muss auf jeden Fall mit einem kleinen Keil einmal ganz vorsichtig den Rand rumherum abklopfen. Und dann habe ich mit auf die Rückseite mit meinem Gummihammer hier drauf rumgeklopft. Das hat dann hier und hier und hier und hier einmal schön geknackt. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist es frei. Jetzt habe ich hier diesen Rand, der ist sogar so ein bisschen schräg. Das heißt, diese Winkel hier ist nicht ganz 90 Grad, sondern ein bisschen mehr. Das heißt, hier komme ich gut mit dem Keil unter, um einen guten Hebel anzusetzen. Hier an der Seite ist mir das ein bisschen zu hoch. Da müsste ich hier runter und dann in die Kurve, da würde ich hier alles kaputt machen. Aber hier ist es sehr schön, da kann ich jetzt einfach mit meinem Keil hier so zwischengehen, ganz vorsichtig. Und dann kann ich das Ganze einfach hinaushebeln. Jetzt musste ich kurz einmal das Handy außer Hand legen, denn ich brauchte beide Hände, um die Form herauszuhebeln. Ja, aber das Ergebnis ist ganz gut geworden. Ich muss die Ränder jetzt noch besäumen, aber es ist jetzt nirgendwo eingefallene Gelcoat oder irgendwie Matte, die sich durchzeichnet. Alles perfekt, alles gut, sieht super aus. Die Form ist natürlich noch ein bisschen matt, weil ich noch gar nicht poliert habe, auch die Negativform nicht. Normalerweise poliert man die Negativform auf und dann überträgt sich der Glanz auf das Fertigteil. Aber wie schon gesagt, die Negativform zu polieren war ein bisschen aufwendig. Ich poliere jetzt einfach hier das Fertigteil und dann werde ich das Ergebnis danach zeigen, wie ich das poliert habe. Und ja, das war's dann auch. So, hier sieht man nun das Ergebnis nach dem Polieren. Ich werde auch nochmal ein extra Video reinstellen, wie ich das ganz genau gemacht habe. Denn das ist schon recht interessant und bedarf auch einige kleine Details, um das wirklich so hübsch hinzubekommen. Aber im Groben und Ganzen habe ich das Ganze nochmal plan geschliffen mit 400er Papier, mit 800er Papier nachgegangen, auf dem Exzenter trocken und dann mit 1200er nass matt geschliffen. Danach bin ich dann mit einem Lammfell und 1200 Umdrehungen auf einer Polierrotationsmaschine und einer Feinschleifpaste von Sonax drüber gegangen. Diese Schleifpaste kann Schleifriefen von 800 Papier egalisieren und anschließend bin ich noch mit Multipolish von Autosol drüber gegangen und habe dann dieses Hochglanzfinish erreichen können.